Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, es ist mir eine große Freude, zu Ihren Aktionstagen Vielfalt der Möglichkeiten in der Woche der beruflichen Bildung wenigstens auf diesem Wege auch ein kurzes Grußwort sprechen zu können und vor allen Dingen ein kurzes Grußwort sprechen zu dürfen. Die Bildungsregion Hameln-Pyrmont greift hier, wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema auf, denn die Chancen, die Perspektiven einer beruflichen Ausbildung wie auch die Durchlässigkeit in andere Bildungswege verdienen eine größere Aufmerksamkeit, schlicht eine größere Beachtung. Berufliche Bildung ermöglicht breite persönliche berufliche Entwicklungsperspektiven. Denn hier werden junge Menschen an ihrem persönlichen, wie auch übrigens an ihrem schulischen Standort abgeholt. Und dies veranschaulichen Sie mit Ihren Aktionstagen sehr deutlich. Je nach Ausgangslage werden Jugendliche, werden junge Erwachsene schulisch auf eine Ausbildung vorbereitet. Im Betrieb und der Berufsschule in der dualen Ausbildung mit Lehrvergütung in einem Beruf ausgebildet. Drittens, rein schulisch, wie beispielsweise in der Sozialpädagogik oder den Gesundheitsfachberufen auf einen Beruf vorbereitet. Und last but not least, in der Fachschule weiterqualifiziert, zum Beispiel auf dem Niveau eines Technikers, einer Technikerin. Und nach dem beruflichen Abschluss geht es mit der Karriereleiter auch im Beruf voran. Sie können sich nach der Ausbildung bei den Kammern mit ganz unterschiedlichen Fortbildungen bis zum Meister, zur Meisterin qualifizieren und dann einen Betrieb leiten. Diese Fortbildungen sind dem Bachelorabschluss einer Hochschule im deutschen Qualifikationsrahmen absolut gleichwertig. Für Jugendliche, ihre Erziehungsberechtigten, möchte ich auch verdeutlichen, dass in Verbindung mit einer Ausbildung weiterführende Schulabschlüsse bis hin zu einem Abitur erworben werden können. Wir möchten damit noch einmal deutlich machen und auch greifbar machen, berufliche Bildung ist neben dem Studium ein absolut gleichberechtigter Bildungsweg. Und hierzu sollen gerade Sie heute auch Ihre Fragen stellen. Wir laden Sie ein, diese Vielfalt, die es gibt, diese spannende inhaltliche Vielfalt auch kennenzulernen. Meine Damen und Herren, im Leitbild des Landkreises Hameln-Pyrmont ist für den Bereich der Bildung formuliert, mit unseren vielfältigen, qualitativ hochwertigen und gut erreichbaren Bildungseinrichtungen ermöglichen wir allen Menschen individuelle Bildungswege. Ich finde, sehr passend formuliert. Und hierzu leistet die berufliche Bildung eben einen wichtigen Beitrag. Und deshalb unterstütze ich auch gerne Ihre Veranstaltungsreihe, die eben diese vielfältigen Wege zur Gestaltung von Bildungswegen aufzeigt. Und zwar in alle Richtungen, die es gehen kann. Die Aktionstage unterstützen nicht nur junge Menschen bei ihrer Bildungsentscheidung. Vielmehr leisten sie auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke der Region. Gut ausgebildete Fachkräfte, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in jeder Hinsicht von Vorteil. Für jeden Einzelnen, für das Unternehmen, genauso wie für die Gesellschaft insgesamt. Berufliche Bildung trägt somit auch zum wirtschaftlichen, ja auch zum sozialen Fortschritt in unserem Land bei und liefert schlicht und ergreifend eine wichtige Grundlage für die Zukunftsfähigkeit und auch für unseren Wohlstand. Wer gute Bildung, eine hohe fachliche Qualifikation vorweisen kann, hat allerbeste Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz, eine anspruchsvolle Karriere oder gar die Verwirklichung des Traums auch vom eigenen Unternehmen. Es soll auch locken und Mut machen, auch den Blick in die Selbstständigkeit sich mit vor Augen zu halten. Die Chancen sind dazu gut, übrigens auch, weil die Nachwuchskräfte knapp sind. Die Unternehmen suchen nach klugen Köpfen, sie ringen darum, die Besten zu sich zu holen. Berufliche Bildung ist dazu eine richtig gute Eintrittsmöglichkeit. Den Aktionstagen wünsche ich heute, am letzten Tag, einen guten Verlauf und damit auch den Höhepunkt einer solchen Veranstaltungsreihe. Allen Teilnehmenden wünsche ich vielfältige Informationen, damit sie sich eben auf einer breiten Basis von Informationen bewusst für ihren sehr individuellen Karriere- und Bildungsweg entscheiden können. Es gibt richtig viele gute Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, Sie werden die richtige finden. Alles Gute dafür.